Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Ingrid Noll. Sie kennen mich vielleicht als Autorin von spannenden Kriminalromanen, in denen es mitunter auch gewisse Verluste unter den Akteuren gibt. Heute möchte ich Ihnen aber eine andere Geschichte, ein Märchen erzählen mit einem Happy End für alle. Naja, für fast alle. Es war einmal in Woinem, einer mittelgroßen Stadt in Baden-Württemberg. Zwischen Mannheim und Heidelberg liegt der idyllische Ort zwischen Feldern und Hügeln, von zwei Burgen bewacht und wie gemacht, um Ruhe und Gelassenheit zu finden. Die Menschen, die hier leben, sind freundlich, entspannt und sprechen einen der schönsten Dialekte des ganzen Landes. Doch eines Tages mussten die Woinemer eine verstörende Nachricht in der Zeitung lesen. Woinem wird klimaneutral. Die Regierung hat die Wärmewende beschlossen. Schon in wenigen Jahren sollen alle Woinemer mit erneuerbaren Energien heizen. Fernwärme, Geothermie, Wärmepumpen, Pelletheizung. Das sind die Technologien der Zukunft. Ist das das Aus für den kuscheligen Kamin, den Kachelofen, die treue Gas- und Ölheizung? Die Menschen sind verunsichert. Sie fragen sich, wie soll das zu schaffen sein? Wer soll das bezahlen? Muss ich vielleicht sogar nach Monnem ziehen? Der Aufruhr ist groß. Die Woinemer marschieren zum Rathaus und wollen Antworten. Der Bürgermeister und der Chef der Stadtwerke haben den Ernst der Lage längst erkannt. Das ganze Rathaus und viele Experten haben sich schon seit langer Zeit mit dieser Aufgabe befasst und sie haben Antworten. Der Bürgermeister tritt vor das versammelte Volk und hält eine bewegende Rede. Und wenn Sie wissen wollen, was der Bürgermeister verkündet, dann kommen Sie doch am 15.01.2024 um 19 Uhr in die alte Druckerei in Weinheim. Alle Infos finden Sie unter...